Hallo zusammen, heute mal wieder ein kleines Tutorial zu QCAD bzw. FreeCAD. Hier, wir werden einen solchen Raumteiler erstellen. Wie ihr seht, ist das ein einfaches Muster, aber da stecken ein paar tricky Parts drin. Und zwar wollen wir einen 3D-Teil zum Drucken haben. Erkennen kann man hier, dass das ein Raster ist. Und zwar im Quadrat würde ich jetzt sagen, es ist ein Dreierraster plus 1 jeweils seitlich. Also nehmen wir zu unserer Konstruktion 10 mm und 2 mm nehmen wir als Wandstärke. Jetzt wäre das ganz einfach hier in FreeCAD zu erstellen mit dem Sketcher. Geht aber noch ein bisschen einfacher, und zwar, dass man ein 2D-Programm nimmt, zum Beispiel QCAD würde sich da anbieten, ist relativ günstig. Ich mache nochmal, muss ja das Bild holen, dass ich das seitlich wieder habe, dass ich das öfters mal reinziehen kann. Wo ist das Bild? Ganz hinten, ich kann es ja unten auch machen. Geht ja auch. Wir haben ja hier die Shortcuts und schon sind wir da. Also, wir nehmen hier als Raster 10 auf 10 mm und fangen mal an. Es ist die von QCAD, ist es die Free Version. Versuche es mal hier reinzubringen. Also die Education Version, die wird dann irgendwann aussteigen, aber man kann da weiterarbeiten und ihr seht dann, wie es funktioniert. So, fangen wir an. Das ist unser Maß. Die erste Höhe sind hier 10, 20 auf 20 und hier sind es dann 25 über Mitte und wir werden das ein bisschen spiegeln und versuchen uns das mit Spiegeln und Versetzen zusammenzubringen. Wir nehmen eine Linie und wie wir gesagt haben, wir fangen bei hier oben an und gehen hier rüber und jetzt geht es auch, jawohl, das müsste auch passen und hier wieder auf 8. So, jetzt haben wir natürlich riesen dicken Linien, die machen wir mal aus. Wir nehmen Standardmaß. So, dann sollte das auch schön klappen. Und Linien machen hier gleich zu. Auf, wir haben gesagt, 10, 20, 25 wäre die Mitte. Und dann außen machen wir 3, dass wir hier ein bisschen ein Maß haben. Gehen wir auf 2, so ist es richtig. Und hier müssen wir auch 2 raus. Und hier auf 25 hoch unten kann man die Maße mitlesen, wo wir sind. Hier sieht man die Maße hier unten, damit man das ein bisschen im Griff hat. So, jetzt haben wir das Außenteil hier, das ist dieses Eck. Hoch bis hier und jetzt wollen wir das Eck hier reinziehen. Am einfachsten wäre das innere Viereck gleich rein. Das heißt, ich gehe hier hin auf 2 und jawohl, das müsste passen. So, jetzt habe ich hier unser Innenviereck und als nächstes gehen wir dann hier an diese Schräge. Das wäre bis hierhin rüber bis auf 5. Hier machen wir zu. Auch 5. So, und hier das gleiche. Das ist auch wieder 5 rüber, 2 hoch, 5. Und oben bleibt es offen. Ich gehe jetzt hier, den lösche ich nochmal raus, weil ich muss ja oben zumachen. Gehe hier hoch auf 5, gehe rüber, gehe hier hoch. So,
Jetzt muss man nur noch hier die Höhe auf 5 machen. Nehmen wir hier das 5. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich bin 1 zu kurz. Kann das sein? Nee. Zurück. Müsste 5, müsste die Mitte sein. 4 hoch. 4 hoch. Und den schneiden wir weg, da wir ja so und so spiegeln müssen gleich. Auftrennen diese Linie hier. So, und jetzt machen wir, mit Escape gehe ich immer raus auf die Module hier. Jetzt werde ich das und das werde ich trimmen und dann passt das. So, jetzt habt ihr bestimmt, wenn ihr mit QCAD nicht so familiär seid, wenn ich jetzt, ich gehe mal hier raus, wenn ich von links oben nach rechts unten ziehe, ist nur das, was innen drin ist, markiert. Wenn ich von rechts unten, also das war nicht markiert. Wenn ich jetzt von hier markiere, dann ist das alles, was innen drin ist, markiert. So, ich will nur die Innenfläche haben und sage, spiegel mir das hier über diese Eckpunkte original behalten. Okay. So, jetzt habe ich das schon im Innenseite. Soll da also so sein. Ich hole das nochmal rüber. Jetzt haben wir es bis hier hin. Und jetzt nehme diese Fläche, das hier nehmen wir raus, weil wir das ja nicht brauchen. Und spiegeln den kompletten Satz rüber. So, jetzt müssten wir, jetzt haben wir schon einen riesen Fehler drin, weil wir sind hier zu groß. Das muss ja auch nur 10 sein. Wir hätten also hier müssen das Ganze zurück hier stutzen bis in die Mitte, denn wir haben ja hier nur die Mitte zu spiegeln. Das hier weg und den müssen wir 4 kürzen. Sind wir zu Hause, das hier ist kürzen um 4 mm minus 4, diese Linie, diese Linie, diese Linie. Okay, jetzt nehmen wir es wieder rein komplett, sagen spiegeln, das hier, okay. So. Und schon haben wir unser Teil, wir löschen das weg und sagen trimmen. Das hier und das hier, dann haben wir eine komplette Linie. Entschuldigung. Und in der Mitte sollte man eigentlich auch trimmen, damit so wenig Linien wie es geht da sind. Wir sagen trimmen, das hier, das hier, das hier, das hier. So, jetzt soll es passen. Unten ist es glaube ich auch eine Linie, sind auch zwei Linien. Trimmen wir das auch weg. Jetzt haben wir diese Sache. Jetzt müssen wir ja das auf diese Ebene bringen hier oben. Das heißt, wir müssen das rüberspiegeln und zwar nur den Innenteil. Nehmen wir den Innenteil wieder. Wir gehen mit Escape raus, damit hier alles weg ist. Den Innenteil nehmen wir und sagen spiegeln über diese Fläche. Original löschen. Okay. Und schon haben wir unser Hauptteil. Jetzt müssen wir das in die Richtung. Oh, wo ist mein Bild? Hingewandert. Das Bild gelöscht. Ganz schlecht. Wir müssen das ja hier nach oben und zwar vierfach nach oben bringen. Nach links, rechts haben wir es, nach oben aber noch nicht. Das heißt, diese unten, diese Fläche wird das hier. Also löschen wir alles raus, was in dem Bereich hier drin ist. Entfernen. Wir nehmen uns der innere Teil. Den inneren Teil nehmen wir mit und sagen, wir versetzen.
Und zwar das hier nach hier. Und zwar mehrere Kopien. Okay. So, jetzt haben wir das Supertal schon hier. Also bis hierhin hätten wir es. Und jetzt nehmen wir uns das unten und spiegeln das nach oben. Das heißt, ich nehme mir, eigentlich könnten wir das komplett spiegeln. Wir nehmen das hier alles mit und sagen spiegeln, und jetzt sagen wir einfach hier zum Beispiel den Mittelpunkt Mitte dieser Fläche, Mitte dieser Fläche, okay. So, und jetzt soll es ordentlich oben sein. Das passt. Und wir trimmen wieder die Außenflächen. Wir haben jetzt in der Mitte haben wir das nicht mitgenommen. Wir sagen trimmen. Wo sind wir? Hier trimmen. Das hier zu dem hier. Das hier zu dem hier. Dann hängen wir außen zu. So, und jetzt machen wir nur noch die Flächen dicht hier. Wieder mit einer Linie. Und zwar sagen wir Endpunkt, 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 Endpunkt. Das ist jetzt ein bisschen eine Fleißarbeit. Ich glaube, ihr wisst, um was es geht. Ganze auf der anderen Seite auch, und ich habe das ohne, hier seht, es läuft noch die aktive Grund, also das die Demo-Version. So, die machen wir auch noch dicht, und jetzt haben wir es, also relativ einfach mit Spiegeln. Man soll sich ein bisschen vorüberlegen. Okay, das speichert er ab, und vor allen Dingen speichert er das als SVG ab. Das ist ganz wichtig. Ich mache das jetzt hier nicht, ist schon passiert. Schaut nochmal kurz drüber und dann war es das. Ich lasse das jetzt laufen, damit ihr seht, dass also wirklich hier, dass sie proaktiv ist und dass er es dann ausschaltet. Ich gehe rüber zu FreeCAD hier. Und jetzt holen wir uns die SVG rein. Ich mache das wieder zu hier. Okay, Extrude, Raumteile, Extrude. Ah, ich lasse es mal auf, vielleicht geht es sogar. Ich weiß gar nicht, wie ich es genannt habe. Wir gehen rüber ins Draft-Modul. Sagen Datei, öffnen. Und zwar dieser Raumteiler SVG ist es. Als SVG öffnen. Und jetzt will er, ob er den alten oder den neuen Standard. Wir nehmen den neuen Standard. So. Jetzt haben wir hier einen Haufen Parts. Ich mache das alte jetzt zu. Und die Startseite auch zu, damit keiner dann auf die Idee kommt und sagt, ey, das hat er mal wieder getrickst. So, jetzt haben wir hier, wir markieren der erste, das ist wie, das muss jetzt zusammengebaut werden. Und mit Shift markieren wir unten, jetzt markiert er das alles, gehen hier im Menü, das Menü ist auch hier oben, Werkzeuge, Modifikation, Draft to Sketch, es ist aber auch hier seitlich drin. Das oben ist Draft, unten ist Sketch. Jetzt sollte er die umwandeln und sagen hier Escape. Das ist ja immer noch markiert, hier seht, unten ist der Sketch, Escape. So, jetzt habe ich aber zwei. Das heißt, da ist irgendwas schiefgelaufen. Es sollte eigentlich nur einer sein. Ich nehme mal den oberen. Und den hätte ich jetzt gern als Face
aufgepolstert. Das heißt, ich möchte ihn upgraden. Hat gepasst. Er hat ein Face draus gemacht. Das ist sehr gut. Er hat es jetzt allerdings, wie man sieht, nicht auf die Hauptebene gelegt. Doch, er liegt auf der Hauptebene, nur ist das Gitter kann man ausschalten. Das kann man irgendwo ausschalten. Ansicht. Gitter. Geht das? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber das Gitter kann man wegschalten, dass er das Gitter nicht anzeigt. Ich glaube hier. Ne, hier ist das Gitter. Das ist es. Okay. Das hier ist die Fangmethode. Und jetzt haben wir das Face. Das Face brauchen wir jetzt bloß zu extrudieren. Dann nehmen wir Bart und sagen hier, bitte polster mir das auf 2 mm. Sagen okay. Und schon haben wir unser 3D-Teil. Also ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen mitverfolgen, wie ich da rangegangen bin an das System. Aus dem Bild habe ich dann das rausgenommen. Bis zum nächsten Mal. Einfach nachfragen, wenn ihr solche Probleme habt, dann kann man da mal rangehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.